Die Themen heute: Kampf um die Briefmarke. Werden die Postwertzeichen langsam zum Auslaufmodell? Kaputte Stützmauer. Wer ist schuld, wenn massive Steinblöcke in der Mauer zerbrechen? Vollkasko zahlt nicht. Warum verweigern Versicherungen die Haftung bei Schäden an Autos? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Das Verschicken von Briefen ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr durch das Versenden von Mails ersetzt worden. Geht via Internet schneller, ist billiger, man muss etwa keine Briefmarken mehr kaufen. Und das ist ein Punkt, bei dem viele Briefmarkenfreunde, und davon gibt es noch immer viele, sehr sensibel reagieren. Werden Briefmarken jetzt nach und nach überhaupt abgeschafft? Gibt es schon erste Maßnahmen der Post in diese Richtung? Herr Fürntrath hat sich mit seinen diesbezüglichen Beobachtungen an Volksanwältin Gabi Schwarz gewandt. Und sie hat uns vorgeschlagen, dieses Thema einmal öffentlich abzuhandeln. Guten Abend, Frau Volksanwältin. Schönen guten Abend, Herr Dr. Resetaritz. Mein Kollege Patrick Hiebler hat sich in die Briefmarkenkunde vertieft und hat den Beschwerdeführer bei einer Auktion getroffen. 50 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten für den Bieter. Das ist Herr Kommerzialrat Johann Fürntrath bei seiner Tätigkeit als Sensal. Das heißt, er ersteigert bei Auktionen wie dieser hier für meistbetuchte Auftraggeberinnen und Auftraggeber exklusive Briefmarken. Dafür ist er Experte. Noch im Buch. Herr Fürntrath würde sich auch als Briefmarkenlobbyist bezeichnen, also einer, der sich dafür einsetzt, dass die kunstvoll gestalteten Postwertzeichen nicht, wie er mitunter befürchtet, schleichend abgeschafft werden, sondern weiter erhalten bleiben. 2000 zum Dritten für den Bieter Arndt. Danke sehr. Weil es ist natürlich, wenn ich heute Post habe und ich habe dort einen frankierten Brief, den werde ich natürlich intensiver mir anschauen. Erstens einmal werde ich wahrscheinlich einen Bezug zu der Marke haben, die dort geklebt ist, wenn es eine personalisierte ist. Und umgekehrt, ich weiß, dass ich dem was Besonderes wert bin, weil er mir hier bitte eigentlich etwas schickt, das meine Aufmerksamkeit bewegt und erregt. Weil wenn ich heute nur ein Label drauf habe, passiert es nicht selten, dass das in die sogenannte Rundablage, in den Papierkorb kommt. Die österreichische Post habe der Briefmarke jedenfalls in letzter Zeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, kritisiert Herr Fürntrath. Das sei klar erkennen und anhand eines persönlich erlebten Vorfalls auch belegbar. Denn es geschah am 2. November des Vorjahres, als Herr Fürntrath das Postamt am Rochus direkt in der Konzernzentrale der österreichischen Post im 3. Wiener Gemeindebezirk besuchte. Er wollte dort einen sogenannten Prio-Brief am Schalter aufgeben, also einen Geschäftsbrief, der laut Post besonders rasch und zuverlässig in den meisten Fällen bereits am nächsten Tag zugestellt wird. Diesen Einschreiber, wie der Brief gemeinhin auch bezeichnet wird, hat Herr Fürntrath mit geklebten Briefmarken vorfrankiert. Seit Jahrzehnten habe er dies so gemacht und dann den bereits mit Marken beklebten Brief zum Abstempeln zum Schalter gebracht. Doch an diesem 2. November verweigerte das Schalterpersonal die Annahme des vorfrankierten Briefes. So, das ist mir definitiv, es war ungefähr eine Viertelstunde lang ein Gespräch mit drei Postbeamten dort, die sich alle geweigert haben, das ordnungsgemäß frankierte Stück zu übernehmen. Mit der Begründung? Mit der Begründung, dass also ein vorfrankiertes nur mehr in die Ecobox eingeworfen werden kann, beziehungsweise in den Briefkasten eingeworfen werden kann, sonst kann das nicht abgewickelt werden. Man versucht das aus. Später wurde mir eine Art Ausrede präsentiert, dass man unbedingt trennen will den Eco-Weg und den Priority-Weg. Das war die Begründung der österreichischen Post. Was Herr Fürntrath schon geahnt und später in den Geschäftsbedingungen der Post nachgelesen hatte, nach einer Übergangsfrist ist es seit Anfang November nicht mehr möglich, sogenannte Prio-Briefe im Vorhinein zu frankieren. Diese Briefe können derzeit nur mehr mit einem Label, also einem Etikett, direkt am Postschalter frankiert werden. Ich war natürlich dann auch nicht mehr ganz so leise, weil ich mich natürlich maßlos geärgert habe. Der Brief hätte am nächsten Tag beim Empfänger in Krems sein sollen. Ich habe auch versucht, eine Bestätigung zu bekommen, dass der Brief nicht angenommen wird, wurde mir verweigert. Die österreichische Post bedauert den Vorfall auf unsere Anfrage hin, aber Vorschrift sei eben Vorschrift.
Laut Konzernsprecher Markus Leitgeb habe man im Vorjahr die sogenannte Produktstruktur bei Briefsendungen umgestellt, um eben schneller und effizienter arbeiten zu können. Für uns ist es vor allem logistisch wichtig, dass wir das klar ableiten können, dass wir einerseits die Eco-Briefe haben und andererseits die Prio-Briefe. Wichtig ist einfach, dass es hier eine klare Trennung gibt. Das heißt, es ist für Sie leichter, wenn der Prio-Brief einfach nur mit dem Label ist und ohne Briefmarke. Kann man das so sagen? Da geht es vorrangig um die Art der Aufgabe. Natürlich, wenn Sie das am Schalter aufgeben oder an einer Versandstation, dann können wir den Brief gleich richtig ableiten und sorgen dafür, dass er eben wirklich am nächsten Werktag gleich zugestellt wird. Deswegen haben Sie das umgestellt? Das war der Hintergrund dieser Produktstruktur und eben dieser Auftrennung in den günstigeren Eco-Brief und den schnellen Prio-Brief. Für Herrn Förntrath ist diese Argumentation nicht wirklich nachvollziehbar. Die Post mache mit Briefmarkenliebhabern und vor allem mit speziell angebotenen Sondermarken ein gutes Geschäft. Dass man nicht mehr kleben könne, sei kein Luxusproblem von Briefmarkensammlern, sondern eine unüberlegte Vorgehensweise der Post. Darf ich dann wieder die Briefe bringen? Also das war ein Schnellschuss aus der Hüfte heraus, ohne mit Betroffenen überhaupt einen Kontakt aufzunehmen. Und natürlich wird jeder sagen, der eine Massensendung zu verschicken hat, ihm ist das wurscht, weil der macht das Poststück sowieso früh genug. Und ob er dort jetzt ein Level drauf hat oder sonst irgendwas, das ist dem vollkommen egal. Nur heute für die Leute, die persönliche Post verschicken, etc., die heute wichtige Papiere, Dokumente verschicken wollen, für die schaut das natürlich auch viel interessanter aus. Und es gibt ja nicht umsonst die sogenannte personalisierte Marke, die dahingehend ja ihren Sinn hat, dass dieses Briefstück, wenn es ankommt, nicht weggeworfen wird, dass es nicht in die große Rundablage kommt. Dass die Post vorhabe, Briefmarken überhaupt abzuschaffen, diese Befürchtung von Sammlern versucht der Konzernsprecher zu zerstreuen. Solange die österreichische Post Briefe transportiert, und das sind immer noch mehrere hundert Millionen Stück pro Jahr, wird es auch die Briefmarke in Österreich geben. Herr Förntrath hofft jedenfalls, dass bei Entscheidungen zum Thema Briefmarke künftig auch die Philatelisten von der Post verstärkt eingebunden werden. Darüber hätten wir natürlich gerne mit jemandem von der Post diskutiert, aber der Konzernsprecher, den wir im Beitrag gesehen haben, hat uns darauf verwiesen, dass er uns ja eher ein Interview gegeben hat und hat uns gebeten, wir mögen das einspielen. Und das werden wir dann zu Ihren Argumenten dann auch tun und vor allem zur Frage, was die Post jetzt zu tun gedenkt. Das war aber, glaube ich, nicht nur die Beschwerde des Herrn Förntrath, sondern da hat es offenbar hunderte Philatelisten gegeben, die sich über dieses Problem aufgeregt haben. Und Sie können das nachvollziehen. Das kann ich schon nachvollziehen. Und es muss man ja nicht unbedingt ein Philatelist oder eine Philatelistin sein, um über diese Vorgangsweise sich so seine Gedanken zu machen. Da wird etwas eingeführt. Mit 1. September vergangenen Jahres. Das wird schlecht oder gar nicht kommuniziert. Dann wird es exekutiert. Aber diejenigen, die davon betroffen sind, nämlich auch die, die dort arbeiten, wissen darüber wirklich nicht genau Bescheid. Zur grundsätzlichen Unterscheidung muss man sagen, diese sogenannten Prio-Briefe, wir haben es ja gehört im Beitrag, die sollten innerhalb eines Werktages zugestellt sein. Kosten 1,20 Euro. Die normalen Briefe mit einer Zustelldauer von 3 bis 4 Tagen kosten 95 Cent. Das heißt, es geht jetzt in erster Linie darum, wie frankiert man die? Wie lange dauert es? Und wo ist auch nicht zuletzt der Aufgabeort? Denn diese Labels, die können Sie nicht in den Postkastel werfen. Das heißt, es gibt da einige Unklarheiten und das wurde offensichtlich den Kundinnen und Kunden der österreichischen Post nicht richtig mitgeteilt. Mir fehlt es auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post, weil dort ist von diesen sogenannten Prio-Etiketten nicht die Rede. Dann hat man gesagt, na gut, weil das so schwierig ist mit den Etiketten, jetzt machen wir so große, wo sind gleich einmal 12 drauf. Wozu brauche ich die 12, wenn ich dann nicht einmal weiß, wo ich sie tatsächlich abgeben kann? Kann ich die jetzt ins Briefkastel hauen oder nicht? Das heißt, Fragen über Fragen. Und da bin ich, wie wir so oft diskutieren bei dem Thema, wenn man so etwas macht, erstens einmal gescheit durchdenken, dann ordnungsgemäß in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verankern. Das muss ja auch von einer Kommission geprüft werden. Und dann noch dazu, der Kundschaft dementsprechend klar und deutlich und unmissverständlich zu kommunizieren. Also den Vorwurf mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen und dass das dort nicht ordnungsgemäß untergebracht worden wäre, den hat der Konzernsprecher uns gegenüber am Telefon zurückgewiesen. Trotzdem, es findet sich diese Bezeichnung, dieser Prior-Priority-Etiketten findet sich dort nirgendwo. Ja, hat die Post nach der Kritik der Volksanwaltschaft, die wir ihr kommuniziert haben, eingelenkt? Wird sie bei sogenannten eingeschriebenen oder Priority-Briefen oder wichtigen Briefen, bei denen man besonders sicher gehen möchte, dass sie schnell beim richtigen Empfänger ankommen,
Briefmarken wieder akzeptieren? Dazu sagt der Konzernsprecher der Post AG Folgendes. Was wir machen, ist auf den Wunsch von BriefmarkensammlerInnen einzugehen. Das heißt, zusätzlich zum Eco-Brief, den ich derzeit mit Briefmarken frankieren kann, werden wir voraussichtlich ab April einen Sonderprozess einführen oder diesem Wunsch nachkommen. Das heißt, in Zukunft kann ich dann auch wieder meinen Prio-Brief mit Briefmarken frankieren, zu einem Postschalter gehen und den dort aufgeben. Also offenbar doch ab April alles wieder so, wie es früher war? Das begrüßen wir grundsätzlich, aber es bleibt irgendwie so viel Lärm um nichts. Also die Aufregung hätte man sich definitiv ersparen können, wenn man sich das gleich gescheit überlegt hätte. Gut, den Herrn Fürntrat und die anderen Philatelisten wird's freuen. Ja, uns auch. Zum nächsten Fall. Da steht ein ca. 11 Quadratmeter großes Grundstück in der Form eines Dreiecks im Zentrum eines Konfliktes. Ein Zwickel. Dieser Zwickel an der Waltersdorfer Straße in Baden in Niederösterreich ist nämlich schuld daran, dass die Eigentümerin des dahinterliegenden Grundstückes nicht so bauen kann, wie sie das gerne möchte. Die Frau Reimers würde dort gerne eine Kleingartenanlage errichten. Auf 10 jeweils ca. 250 Quadratmeter großen Parzellen könnten dann kleine Häuser gebaut werden. Die Widmung dafür würde passen. Das ist die Kategorie Grünland, Kleingarten. Aber der 11 Quadratmeter Zwickel, der der Gemeinde gehört, der steht diesen Plänen im Weg. Robert Berger wird Ihnen gleich zeigen, warum. Wir haben im Juni des Vorjahres über den Konflikt diskutiert, zugesagt, dass wir an der Sache dranbleiben. Und jetzt hat uns interessiert, wie ist es nach der Sendung weitergegangen? Umgeben von einigen Kleingartensiedlungen befindet sich in Lesdorf in Baden das Grundstück der Familie Reimers. 2500 Quadratmeter ist es groß. Gewidmet ist die Fläche als Kleingartensiedlung seit mehr als 20 Jahren. Und genau eine solche wollte Frau Magister Reimers hier errichten. Doch das ist nicht möglich. Denn laut Gesetz ist für eine Kleingartensiedlung ein mindestens 4 Meter breiter Zufahrtsweg vorgeschrieben. Und für die vorgeschriebene Breite von 4 Metern würde sie einen kleinen Streifen Land von der Gemeinde benötigen. Doch den will diese ihr nicht zur Verfügung stellen. Ja, das ist jetzt öffentlicher Grund. Also vielleicht, dass man sich das vorstellen kann, so. Mhm. Und das ist wieder Straße. Das ist Straße. Und die Straße ist kein Problem, weil die brauchen sie, um eine Kleingartensiedlung zu errichten zu dürfen. Es geht eigentlich um diesen kleinen Streifen hier. Genau. Gehen wir das einmal ab, damit wir ein Gefühl kriegen, um was es da eigentlich jetzt geht. Ja. Es ist ja unglaublich. Eins, also es sind zwei, da so in etwa. Drei, vier. Also ich gehe jetzt an der Straßengrenze entlang. Da müssen Sie schon zu mir kommen, ja, weil sonst wären Sie auf meinem Grundstück. Okay, jetzt das heißt, gehen wir auf öffentlichen Grund. Okay, bis daher. Und jetzt sind wir auf der Straße. Also das sind, es ist eigentlich von, sagen wir mal, 5 Meter, 1 Meter Streifen. Genau. Von der Breite 5 Meter Länge. Ein Dreieck ausgemessen vom Vermesser mit 11 Quadratmeter. 11 Quadratmeter. Und diese 11 Quadratmeter will die Gemeinde Ihnen nicht geben? Nein. Zu Beginn dachte Frau Magister Reimers noch, der Erwerb des kleinen Grundstücks sei nur ein Formalakt. Doch sie wurde rasch eines Besseren belehrt. Es wurde sämtliche Versuche von unsererseits gestartet, mit der Stadtgemeinde in Kontakt zu treten, zu sagen, bitte, wir hätten das doch gern, oder Umwidmung in Straßenfläche, beides ist uns recht. Nein, ohne Erklärung. Dann habe ich einen Anwalt beauftragt, bitte doch eine Gesprächsbasis mit der Stadtgemeinde herzustellen, vielleicht auch nur ein Servitut für uns einzutragen zu lassen. Nein, also geht nicht, weil ja Leitungen über diesen Streifen öffentlichen Grund führen. Ja, aber unsere das sind Leitungen, die zu Ihnen gehören. Unsere Leitungen. Also es geht nicht, weil da Leitungen sind, die Ihnen gehören. Genau. Ursprünglich haben die umstrittenen 11 Quadratmeter zum Grundstück der Familie Reimers gehört. Sie hat den sogenannten Zwickel vor Jahrzehnten der Gemeinde abgetreten, weil damals die Zufahrt zum Bauhof Baden ausgebaut wurde. Warum die Gemeinde der Familie das Grundstück nicht wieder zurückgeben will, versteht Frau Magister Reimers nicht, zumal die Kleingartensiedlung den derzeitigen ökologischen Ansprüchen entsprechen würde. Mit Photovoltaik am Dach, 8 cm Wandstärke, keine Dämmung, gar nichts. Grauwassernutzung, weil ich Trinkwasser zur Verschwendung der Toilette unnötig finde, also auch mit einer Grauwassersammlung, mit Regenwassertanks, damit man so das Regenwasser auch sammeln kann, plus aber auch einer gärtnerischen Nutzung.
Warum die Gemeinde diese 11 Quadratmeter Grund partout nicht abgeben will, bleibt unklar. Denn der Bürgermeister war zu keiner Stellungnahme vor laufender Kamera bereit. In der Sendung Bürgeranwalt meint dazu Volksanwältin Gabi Schwarz. Wir von der Volksanwaltschaft plädieren immer dafür, dass die Kommunikation untereinander der wirklich beste und konstruktivste Weg ist. Das ist in diesem Fall nicht möglich. Die Frau Magister Reims hat vollkommen recht. Sie braucht diese 4 Meter für die Zufahrt. Das steht so im Gesetz. Und da kann man sich nicht auf irgendwelche schwammigen Formulierungen einlassen. Na, die sollen halt drüber fahren und das wird schon irgendwie gehen. Nein, das geht nicht. Das muss ganz einfach rechtlich sicher sein. Am einfachsten wäre eine Umwidmung in einer Verkehrsfläche. Wenn man in den Akten aber ein bisschen recherchiert, kommt man dann drauf, dass die Gemeinde oder der Gemeinderat offenbar einen Kauf oder einen Wegerechtsvertrag mehrheitlich abgelehnt hat für diesen kleinen gelben Zwickel, weil man gemeint hat, ein Einvernehmen mit der Straßenverwaltung würde genügen. Man braucht gar keine Sondernutzungsvereinbarung. Aber dann sagt wiederum die Baubehörde, Baubewilligung für die Kleingartenanlage kriegt sie dann aber nicht, weil wir brauchen das in einer rechtlich abgesicherten Form, diese 4 Meter Zufahrt. Ich empfehle dringend die Lektüre, Aufschließung von Kleingartenanlagen. Kleingartenanlagen müssen entweder unmittelbar an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen oder eine dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen entsprechende, durch Eintragung im Grundbuch gesicherte Verbindung zu einer öffentlichen Verkehrsfläche. Also nur Einvernehmen mit der Straßenverwaltung, nein, wie die Gemeinde meint. Darauf würde ich mich nicht einlassen. Frau Magister Reimers meint in der Sendung, sie habe das Gefühl, dass die Gemeinde nicht wolle, dass sie eine Kleingartensiedlung errichtet. Der Bauamtsdirektor war schon ein bisschen verwundert und hat sich mein Projekt gar nicht angesehen. Also der hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Das war, ich finde, ein sehr schönes. Und das war am 22. März 2021 und zack, am 23. die Bausperre vom Gemeinderat mit Eilbeschluss herbeigeführt. Ja. So viel zum Thema Verständnis. Also ich würde Verständnis versuchen aufzubringen für die Anliegen der Familie Reimers und sich das noch einmal anzuschauen. Und wenn das so schnell geht vom 21. bis 23. März, vielleicht geht es auch genauso schnell mit einer Umwidmung. Hat die Gemeinde Baden mittlerweile reagiert und das kleine Zwickelgrundstück umgewidmet? Und kann nun Frau Magister Reimers die geplante Kleingartensiedlung errichten? Der Badener Bürgermeister hat uns geschrieben, dass diese Umwidmung nicht passiert ist. Und er schreibt, dass das große Grundstück, das da unter anderem über den Zwickel erschlossen werden soll, jetzt in 11 kleinere Grundstücke abgeteilt wurde und dass mittlerweile ein Bauverfahren zur Errichtung von 10 je 37 Quadratmeter großen Gebäuden eingeleitet worden ist. Zum jetzigen Zeitpunkt schreibt er, sei noch nicht klar, Zitat, inwieweit eine Verkehrserschließung der Grünlandgrundstücke für die Nutzung als Kleingärten überhaupt erforderlich sein wird. Das Verfahren ist im Stadium der Vorprüfung. Wie bewerten Sie diesen Zwischenstand? Ohne das jetzt alles zu wiederholen, was ich das letzte Mal im Sommer schon gesagt habe. Also die Gemeinde widmet eine Fläche als Grünland. Dort kann gebaut werden. Und dann ist es aber nicht möglich, flächenwidmungsgemäß zu diesem Grundstück überhaupt hinzukommen. Grünland, Kleingarten. Genau so ist es. Dann wird eingereicht, wird gesagt, na, also das schauen wir uns an, machen wir nicht. Die können nicht zu der Fläche dazu. Das ist ja, dieses Problem bleibt ja nach wie vor bestehen. Unbenommen dieser Vorprüfung, die jetzt die Gemeinde eingeleitet hat, bleibe ich dabei. Wenn die Gemeinde eine Fläche widmet, Grünland, Kleingarten, und die Besitzer dort nicht bauen können, weil sie keine Verkehrsfläche haben, die dorthin führt, dann ist das etwas, was zu beheben ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man nicht den wirklich kostengünstigsten, einfachsten Weg wählt, nämlich man sagt, man widmet diese 11 Quadratmeter um in Verkehrsfläche. Davon hat ja nicht nur unsere Beschwerdeführerin etwas, sondern davon haben auch die beiden Nachbarn etwas. Denn wenn die ausbauen wollen, können die das nämlich auch nicht machen, weil die Verkehrsfläche dort auch nicht hingeht. Das wäre der Vorschlag der Volksanwaltschaft, dass man diese 11 Quadratmeter, diesen Zwickel, in eine Verkehrsfläche umwidmet. Und das wird man dem Badener Bürgermeister auch mitteilen, nehme ich an. Ich habe mich jetzt auch an die Gemeinderatsfraktionen gewandt, weil ich glaube, dass es die wirklich kostengünstigste und einfachste und wirklich konfliktärmste Variante wäre, wie man da wirklich Ordnung schaffen kann. Gut, dann werden wir an der Sache weiter dranbleiben. Frau Volksanwältin, danke, dass Sie bei uns waren. Ich danke für die Einladung. Zum nächsten Fall. Der Herr Janisch aus der Steiermark hat sich an uns gewandt. Seine Frau und er haben 2008 auf einem sehr schönen, aber doch eher steilen Grundstück ein Haus gebaut und den Garten mit Schlichtungen von großen Steinblöcken terrassiert. Und dann ist etwas passiert, das wir so in der Sendung auch noch nicht gehabt haben. Der Herr Janisch schreibt über die großen Steine,
Zum Zeitpunkt der Verlegung waren sie im ordnungsgemäßen Zustand. 2015 begannen dann die ersten Absplitterungen der Steinblöcke. Dieser Prozess entwickelte sich fortan weiter, bis er gefährdend wurde. Die von uns eingeholten Sanierungsangebote lagen 2021 zwischen 42.600 bis 105.000 Euro. Und niemand, weder der Lieferant der Steine noch dessen Versicherung, wolle für die Schäden haften. Robert Berger hat sich an Ort und Stelle angeschaut, was in Seiersberg-Pirka passiert ist. Das ist das Haus der Familie Janisch in Seiersberg-Pirka, unmittelbar an der Grazer Stadtgrenze. Von der Luft aus ist sehr schön zu sehen. Das Grundstück der Familie weist drei Ebenen auf, die jeweils von einer Steinmauer gestützt werden. 2008 ist das Einfamilienhaus errichtet worden. Jahrelang gab es keine Probleme, weder mit dem Haus noch mit den Steinmauern. Doch nach und nach, bemerkt Herr Janisch, immer mehr Risse in den Steinen und auch, dass Teile der Mauer einfach wegbrechen. Richtig markant ist es also geworden, wie ich mich beim Zugang faktisch zum Garten bedroht gefühlt habe und wie das Ganze dann also faktisch untersucht habe und immer wieder Steinreste, so kleinere, wegtransportiert habe. Und dann ist es für mich eigentlich unheimlich geworden, weil einfach die Gefahr, so jetzt für die gesamte Familie, also zu groß wurde für mich. Ist es wirklich so schlimm? Besteht wirklich eine derartige Gefahr? Wir lassen uns von Herrn Janisch vor Ort zeigen, wie es um seine Steinmauern tatsächlich steht. Hier sieht man einen, der schon ausgebrochen ist, wo man auch die Steine im Netz sieht. Dieses Stück ist da von dem Stein da runtergebrochen? Ja. Okay. Am gravierendsten sind diese Steine hier, die sich also total zerbröseln und wo ich die gar nicht wissen möchte, was im Endeffekt daraus geschehen wird. Sowas könnte aus meiner Sicht, sage ich jetzt ohne jetzt Geologe zu sein, einfach wirklich ein Problem werden für die Mauer. Also hier sind ja auch Gesteinsreste. Genau, Gesteinsreste oder da sieht man einen Abbruch, also der jetzt im Netz hängen bleibt. Zur Erklärung, das Stahlnetz um die Steine hat Herr Janisch mittlerweile selbst anbringen lassen, damit niemand zu Schaden kommt, wie er uns erzählt. Im Dezember 2020 ist er mit jener Firma in Kontakt getreten, die ihm die Steine verkauft hat, die Kanzel Steinbruch Gradkorn GmbH, die zur Strabag-Gruppe gehört. Das Unternehmen soll von Herrn Janisch verlangt haben, ein Gutachten einholen zu lassen, ehe mit der Sanierung der Steinmauer begonnen werden könne. Das gibt Herr Janisch auch in Auftrag. Im Gutachten heißt es dann auch: Anlässlich der am Freitag, den 19. Februar 2021, örtlich durchgeführten Befundaufnahme konnte ich mich persönlich davon überzeugen, dass die innerhalb der Stützwand verlegten Einzelsteine keine genügende Frostbeständigkeit aufweisen. Durch Hammerschlagmethode wurde an zahlreichen Stellen ein dumpfes Schlaggeräusch vernommen, was auf eine unzureichende Steinfestigkeit schließen lässt. Auch konnte man an zahlreich verlegten Steinen durch Rissbildungen in ihrer Homogenität gestörte und zerklüftete Steine ohne Kraftanstrengung leicht lösen. Herr Janisch dachte, dank dieses Gutachtens könne nun mit der Sanierung der Steine begonnen werden. Aber weit gefehlt. Denn die Steinbruchfirma und deren Versicherung, die Generali, sollen jede Verantwortung für die schadhaften Mauern abgelehnt haben. Herr Janisch nimmt sich daraufhin einen Rechtsanwalt, der bei unserem Besuch ebenfalls vor Ort erscheint. Die Frage ist, warum hier die Abwehrpositionen so vehement vertreten werden. Die Familie Janisch hat sich auch gutachterlich beraten lassen. Und dieses Gutachten ergibt, dass die Steine in der Qualität nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Also die Qualität, die der Häuselbau erwarten darf, wurde offensichtlich nicht eingehalten. Und daher diese Misere. Wir reden, glaube ich, heute nicht vom Stein des Anstoßes, sondern von den Steinen des Anstoßes. Und die Gefahr besteht, dass hier mehr abbröckelt, dass unter Umständen auch die Statik des Hauses etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber es ist rechtlich betrachtet der Stein nicht so, wie er sein sollte. Daraus ergeben sich die Anspruchsgrundlagen. In meiner praktischen Erfahrung gibt es immer auch oder immer wieder auch Möglichkeiten, dass man sich arrangiert, zusammensetzt, außergerichtlich Lösungen versucht zu erarbeiten. Also diese hartnäckige Abwehrstrategie ist eigentlich etwas sonderbar. Was müsste geschehen, damit diese Mauer
in Ordnung ist und auch die Sicherheit gewährleistet ist? Ich habe mehrere Firmen hier gehabt, die sich das angesehen haben. Und da gab es zum einen auch diese Vernetzung. Zum zweiten gab es dann Vernetzung plus Betonverspritzung. Und das dritte war ein Erdbauer, der zu mir gesagt hat, er sieht überhaupt nur die Chance, die Steinschlichtung also abzutragen und wieder neu aufzubauen. Die Einholung der Angebote, die sind ja von 46.000 aufwärts bis 109.000 Euro gegangen. Und aus diesem Portfolio hätte ich mir etwas aussuchen können. Wir kontaktieren die Generali-Versicherung und bitten um ein Interview. Das wird seitens der Versicherung abgelehnt. Schriftlich teilt man uns mit. Eine von Herrn Janisch beauftragte Baufirma erwarb im Jahr 2008 sogenannte Wasserbausteine von unserer Versicherungsnehmerin Kanzel Steinbruch-Gradkorn GmbH. Im Dezember 2020 trat Herr Janisch erstmals mit Schadenersatzansprüchen an unsere Versicherungsnehmerin heran, mit dem Vorwurf, dass die verkauften Steine mangelhaft seien. Ende 2022 wurden uns neuerlich Forderungen übermittelt. In beiden Fällen sind wir nach entsprechender Prüfung zur Beurteilung gelangt, dass keine Mangelhaftigkeit der Steine gegeben ist und die erhobenen Vorwürfe unberechtigt sind. Wir haben deshalb die Haftung unserer Versicherungsnehmerin zurückgewiesen. Und auch die Strabag war für kein Interview bereit. Man ließ uns jedoch schriftlich wissen, das aus unserem Steinbruch gelieferte Material entsprach den Qualitätsanforderungen. Dies wurde auch durch Sachverständigenberichte belegt. Unser Unternehmen war lediglich mit der Lieferung des Gesteins beauftragt und haftet somit nicht für mögliche Baumängel. Die Strabag spricht also von Sachverständigenberichten, die die Qualität der Steine belegen würden. Das macht uns neugierig und wir bitten darum, diese Berichte einsehen zu dürfen. Daraufhin wird uns schriftlich mitgeteilt. Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Unterlagen nicht verschicken. War jemals jemand bei Ihnen und hat hier sich das angesehen, der dann ein Gutachten erstellen könnte? Der Gutachter, den wir beauftragt haben, der war hier, hat sich das also angesehen und hat das Gutachten errichtet. Ansonsten gab es überhaupt keinen Kontakt mit irgendjemand, der hier sich etwas angesehen hätte. Ist es aus Ihrer Erfahrung heraus der normale Weg, dass hier angeblich behauptet wird, dass es Gutachten gibt bzw. dass Gutachten erstellt wurden, obwohl der Gutachter niemals vor Ort gewesen ist und sich das angeschaut hat? Also eigentlich nicht. Das wären, wenn überhaupt, Ferngutachten, die man qualitativ unter Umständen noch einmal prüfen müsste. Also auf den Punkt gebracht, ein Gutachten ohne persönliche Befundaufnahme, ohne In-Augenscheinnahme, würde ich persönlich als nicht wahnsinnig qualitativ wertvoll erachten, ohne das jetzt im Detail zu kennen. Herr Janisch hofft jedoch nach wie vor, dass es zu einem Einlenken der Strabag und der Generali-Versicherung kommen könnte. Denn ein mögliches Gerichtsverfahren gegen die beiden Unternehmen, so erklärt er, könne er sich schlicht und ergreifend nicht leisten. Wenn ich heute wo etwas kaufe und es stellt sich im Nachhinein dann heraus, dass es eigentlich nicht die richtige Ware ist, dann bin ich wenigstens so weit behilflich, dass ich sage, okay, ich könnte Ihnen das vorschlagen oder jenes vorschlagen, aber dass ich hier eine so übrig gelassen werde oder dass wir so übrig gelassen werden und einfach so abprallen und ohne Kenntnisnahme persönlich hier zu sein, also einfach Urteile zu fällen, sei es von der Firma her oder sei es von der Versicherung, also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und so bleibt für Herrn Janisch nur die Hoffnung, dass sich nicht doch noch irgendwann ein Steinbrocken seinen Weg nach unten bahnt, mit unvorhersehbaren Folgen. Ja, der Herr Janisch ist zu uns nach Wien gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und im Landesstudio in der Steiermark in Graz begrüßen wir seinen Anwalt, den Herrn Dr. Kreuzberger. Grüß Gott. Guten Abend nach Wien. Guten Abend, Herr Kreuzberger. Und bei uns im Studio steht mein Kollege Robert Berger mit schriftlichen Stellungnahmen von der Firma, die Steine geliefert hat, und von deren Versicherung. Guten Abend. Gerissen hat man sie nicht drum, bei uns zu diskutieren. Nicht also wirklich, nein. Wollte, glaube ich, sich da nur schriftlich äußern. Gehen wir es vielleicht einmal kurz an mit der Stellungnahme von dieser Firma, die Steine geliefert hat. Genau. Wie argumentiert die? Ich zitiere jetzt aus dem Mail, das ich erhalten habe. Wir bestätigen und bestehen auch darauf, dass die von uns gelieferten Steine den im Rahmen der Produktionsnormen erforderlichen Prüfungen entsprochen haben. Die Bezeichnung Wasserbausteine bezieht sich außerdem in erster Linie auf die Größe des Produkts und es lässt sich keine weitere über die in der Norm definierte hinausgehende Qualität daraus ableiten. Herr Dr. Kreuzberger,
Also man lenkt offenbar nicht ein, man beharrt auf dem Standpunkt. Das sehe ich genauso. Es ist etwas bedauerlich natürlich, aber darf ich bitte aus dieser Zwickelkausa den Tipp der Frau Volksanwältin vielleicht noch einmal formulieren? Lektüre lesen, Lektüre lesen, Lektüre lesen, nämlich in die Richtung des Steinlieferanten sowie des Versicherers. Mit Lektüre meine ich das Gutachten des Sachverständigen und sein Ergänzungsgutachten und that's it. Das ist technisch einwandfrei beurteilt worden, nicht von einem Juristen, nicht von einem Häuselbauer, sondern von einem Profi. Das und jetzt kommt's, die Steine qualitativ nicht diesen Zustand haben, den sie haben, nicht sollten, haben müssten. Und damit müsste man eigentlich davon ausgehen, dass vom Lieferanten bzw. vom Versicherer diese zwei Gutachten schlichtweg ignoriert werden. Es gibt dagegen auch kein allfälliges technisches Gegengutachten. Man kann jetzt das glauben oder nicht, ob es intern Zertifizierungen oder Stellungnahmen gibt. Punkt ist, wie soll der arme Häuselbauer mehr wissen als der Gutachter? Und der arme Häuselbauer, die Familie Janisch, weiß mit, glaube ich, Beginn März 2021 die Ursache des Problems. Punkt. Gut, jetzt gibt es ja offenbar Gegengutachten, wo behauptet wird, dass die Steine sehr wohl als tauglich beschrieben worden sind. Aber das haben Sie nie gesehen. Also einerseits habe ich solche angeblichen Gegengutachten nicht gesehen und andererseits darf man nicht vergessen, dass auf der einen Seite die Familie eines typischen Häuselbauers ist und auf der anderen Seite haben wir einen Lieferanten, der eingebettet ist in ein europaweit Top-Unternehmen größter Art mit einem Versicherer im Hintergrund. Also diese Ebene von vornherein scheint schon ein bisschen schief zu sein. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen, es wäre kein Problem, dass man im Vorfeld diese angeblichen Gegengutachten an uns übermittelt hätte, um das zu prüfen. Das wurde nicht gemacht. Das heißt, man würde mit dieser Abwehrstrategie im Wesentlichen die Familie Janisch nolens volens in einen Gerichtsprozess provozieren, mit allen diesen Problemen, die ein Häuselbauer, der den Euro oder den Schilling damals mehrmals umdrehen musste, um dieses schöne Refugium so zu errichten, wie es errichtet wurde, mit Ausnahme der Steinschlichtung. Mhm. Und darf auch ergänzen, die Steinschlichtung war nicht gratis, die kostete auch sehr, sehr viel Geld. Mhm. Man hat ursprünglich Lösungsbereitschaft signalisiert, wie Sie sich mit dem Problem an die Firma bzw. Versicherung auch gewandt haben. Ja, ich habe ein Mail gerichtet an den Kanzler Denig und habe also Fotos mitgeschickt und auf dieses Problem hingewiesen. Daraufhin hat sich von selbst also ein Mitarbeiter gemeldet und hat gesagt, er wird es seiner Versicherung also übergeben. Und einen Tag danach wurde dann auch der Verkäufer bzw. Repräsentant des Steinbruchs hat der Kontakt aufgenommen mit mir und hat einen telefonischen und einen bestätigten Termin dann also aufgegeben, der dann im Jänner stattgefunden hat für die Besichtigung. Und bei diesem Besichtigungstermin war das Staunen sehr groß eigentlich und hat gesagt, so etwas hat er noch nicht gesehen. Und hat mir also auch vor Ort jegliche Unterstützung zugesagt, oder uns, also meiner Frau und mir. Und hat dann nur gesagt, das Einzige, was er von mir verlangt, ist eben dieses Gutachten. Und daraufhin bin ich also auf einen Gutachter gestoßen, gerichtlich beeideten und habe den gebeten. Gut, den haben wir dann gesehen, der sich ja relativ eindeutig geäußert hat. Genau. Wenn es jetzt auf einen Prozess hinausliefe, Sie hätten eine Rechtsschutzversicherung, aber die hat keine Deckung gegeben für einen allfälligen Prozess? Die Rechtsschutzversicherung schließt im Prinzip Dinge, die in einem Baubewilligungsverfahren erbaut wurden, aus. Was wäre das Prozesskostenrisiko, Herr Dr. Kreuzberger, mit dem man rechnen müsste, wenn man da wirklich bis zu einem Urteil, sagen wir, der ersten Instanz streitet und noch ein Gutachten vom Gericht beauftragt wird? Also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist sehr schwer vorweg zu beurteilen, weil möglicherweise in einem Gerichtsprozess ja nicht nur ein Gutachter beigezogen werden würde, sondern zwei oder möglicherweise mehrere. Und wir wissen ja, dass in einem Gerichtsprozess die klagende Partei zunächst einmal eine Pauschalgebühr zahlen muss, abhängig von der Bemessungsgrundlage, und dann Sachverständigengebühr vorschießen muss. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass die Familie Janisch tausende Euro bereits vorauszahlen muss, ohne dass irgendetwas im Gerichtsverfahren passiert wäre. Der Gang des Gerichtsverfahrens ist vorab äußerst schwer bis überhaupt nicht abzuschätzen. Ich
kann nicht sagen, ob es eine Verhandlung, zwei, drei, vier Verhandlungen wären. Dann haben wir noch das Problem der Instanzen. Also ein Kosteneinsatz von auf die Schnelle hingeschätzt um die 50.000 Euro wird man nicht als unmöglich beurteilen müssen. Und vor Gericht, wie es heißt, und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Robert Berger, was schreibt die Versicherung dann eigentlich noch? Weil die hat ja, also die Versicherung, diese Steinlieferanten, meint ja, dass da möglicherweise auch bei der Verarbeitung Fehler gemacht worden sind. Genau, man argumentiert ja in dem Mail an einen Janisch auch, dass selbst wenn die Steine schadhaft gewesen sein sollten, was ja bestritten wird, dann hätte jedes Unternehmen, das die Steinmauer errichtet hat am Grundstück, diese Steine erkennen müssen und auch aussortieren müssen. Hat sich der Gutachter zu der Frage auch geäußert oder gibt es dazu irgendwelche Feststellungen, ob das schlecht verarbeitet wurde oder schlecht gebaut wurde? Zu diesem Thema wurde vom Gutachter eigentlich also verlegungsmäßig nichts Technisches oder Schlechtes also praktisch aufgenommen oder mitgeteilt. Und für mich ist es ja eigentlich, muss ich sagen, sehr traurig, eine so unangemessene Rückmeldung von einer Versicherung zu bekommen, die in einem 26-seitigen Gutachten eine einzige Passage als Ablehnungsgrund herausnimmt, abgesehen vom Bestreiten also der Steine. Und dieses verwendet und das, was wir hier schon gesehen haben, die Feststellung vom Gutachter, dass die Steine nicht geeignet sind, das bleibt einfach also unterm Tisch. Ein Argument der Gegenseite würde ich noch gerne vortragen. Wie argumentiert man noch? Man argumentiert, es lege ihnen auch Verarbeitungsfehler vor, dass man die Steine mit Erdmaterial vom Aushub verfüllt habe. Das würde nicht dem Stand der Technik entsprechen. Herr Dr. Kreuzberger, kann sie die Firma, die die Steine geliefert hat, unter Anführungszeichen so abputzen? Also meines Erachtens nicht, weil der Herr Sachverständige natürlich mit dem Einwand, mit dem technischen Einwand der Generali Versicherung AG konfrontiert wurde und nach meinem Dafürhalten der Herr Sachverständige sehr plausibel und sehr nachvollziehbar auf diesen technischen Einwand reagiert hat und herausarbeiten konnte, dass auch der Einbau der gegenständlichen Steine technisch einwandfrei war und dass das Argument der Gegenseite einfach nicht stichhaltig war und einfach nicht den Fakten entsprochen hatte. Darauf, auf dieses sogenannte Ergänzungsgutachten, wurde in keinster Weise repliziert. Das wurde aus meiner Sicht bis jetzt geflissentlich übergangen. Abschließend, ich nehme an, Sie beide würden sich wünschen, wenn es zu Gesprächen mit der Versicherung oder mit dem Steinelieferanten käme, wo man sich vielleicht außergerichtlich noch einigen kann. Aus meiner Sicht ist es bei solchen Dingen durchaus nicht unüblich, wenn sich Geschädigte mit den entsprechenden Unternehmungen mit den Versicherungen zusammensetzen und einen entsprechenden Ausgleich formulieren bzw. zusammenbasteln. Weil letztlich geht es ja um den Kunden. Es geht um den klassischen Häuselbauer. Auf den Punkt gebracht, was soll er tun? Soll er sich seinen Lebensabend mit teuren, riskanten Prozessen vermiesen? Also meines Erachtens, und ich würde in diese Richtung nach wie vor plädieren, dass man sich wirklich zusammensetzt und der Familie Janisch mit aufgrund dieser Problematik wirklich etwas unter die Arme greift und die Familie Janisch nicht so im Regen stehen lässt. Ich nehme an, man wird diese Botschaft vernehmen. Wir sind gespannt, wie man darauf reagiert. Und wir werden auch gerne weiter darüber berichten, sagen wir in einem halben Jahr, was weiter passiert ist. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es zu Gesprächen kommen würde und wenn man irgendeine Art von Einigung finden könnte. Bitte, Herr Janisch, halten Sie uns auf dem Laufenden. Herr Dr. Kreuzberger, vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. Sehr gerne, danke für die Einladung. Zum nächsten Fall. Im Oktober haben wir über eine Beschwerde von Herrn Schandl aus Wien berichtet. Sein Auto ist Vollkaskoversichert und er hat eines Tages, hat er uns geschrieben, einen ziemlich massiven Parkschaden daran entdeckt. Irgendwer müsse da angefahren sein und dann Fahrerflucht begangen haben. Aber Gott sei Dank ist er ja Vollkaskoversichert, hat er sich gedacht. Und dann hat er seiner Versicherung der Unica den Schaden gemeldet und Zitat aus dem Mail an uns: Ist jetzt trotz Vollkasko mit einem Betrugsvorwurf und der Bezahlung von 8.500 Euro konfrontiert. Er schreibt, wir fühlen uns absolut machtlos und sind mit bösen Anschuldigungen konfrontiert. Wir sind schockiert, dass so etwas in einem Rechtsstaat wie Österreich passieren kann. Das hat uns interessiert. Und wir haben die Sache im Oktober im Studio diskutiert und nachher ungewöhnlich viele Mails zur Sendung bekommen. Sinngemäß mit dem Inhalt, mir ist etwas Ähnliches mit meiner Vollkaskoversicherung passiert. Bei mir wollte sie den Schaden auch nicht bezahlen. Ines Ottenschläger hat jetzt nachgefragt, was im Fall Schandl weiter passiert ist
und hat einen jener Zuschauer besucht, der uns nach der Sendung geschrieben hat. 9 Uhr früh in der Josefstadt. Parkplätze findet man hier, nahe der Wiener Innenstadt, nur sehr schwer. Erich Schandl erwartet uns schon. Sein Auto, um das es heute geht, ein schwarzer Mercedes, steht einige Gassen weiter. Er wird ihn uns später noch zeigen. Zuerst will er uns in der Wohnung erzählen, was im Frühjahr genau passiert ist. Ich habe mein Auto geparkt in der Buchfeldgasse und habe im Laufe des Tages einige Sachen, dann die im Auto natürlich waren, ausgeladen und nach Hause getragen. Da war das Auto immer in Ordnung und in einwandfreiem Zustand. Und ist dann gestanden über Nacht vom 1. auf 2. März. Und am 2. März bin ich dann so gegen 9:45 ungefähr zum Auto gekommen und habe gesehen, dass es auf der Fahrerseite enorm beschädigt ist. Ein großer Schock. Über die ganze linke Seite des Autos ziehen sich Kratzer und Lackschäden. Erich Schandl brachte den Parkschaden in dem nur wenige Straßen weiter entfernten Polizeikommissariat sofort zur Anzeige. Danach rief er seinen Versicherungsvertreter an. Und der hat gesagt, okay, ich soll ihm die Anzeige schicken und die Fotos dazu. Und es ist in meinem Fall, nachdem ich Vollkasko versichert bin, wird das kein Problem sein. Weil es egal wäre, ob ich den Schaden selbst verursacht habe oder wer anderen. Bei Vollkasko ist das kein Thema. Aber Sie selbst haben ihn nicht verursacht? Ich habe ihn nicht verursacht, nein. Sogar eine Werkstätte im Burgenland schlug ihm der Versicherungsvertreter vor, in der er das Auto reparieren lassen könne und in der Zwischenzeit einen Leihwagen bekommen würde. Da haben wir dann versucht, einen Termin zu kriegen. Das hat ein bisschen gedauert. Das war dann erst so gegen Ende April. Als er das Auto wieder abholte, wurde ihm gesagt, dass der Gutachter der Versicherung seine Zweifel hätte, dass es sich bei dem Schaden tatsächlich um einen Parkschaden handle. Bei der Abholung haben mir die dann gesagt, also der Sachverständige meint, es könne ein Parkschaden sein, muss aber nicht sein. Und damit war mehr oder weniger für mich war es trotzdem erledigt, weil ihm der Vertreter gesagt hat, ich bin Vollkasko versichert, das ist egal. Ende Juni, also 2 Monate nach der Reparatur, bekommt Erich Schandl dann Post von seiner Versicherung, der Unica. Sie lehnt die Übernahme des Schadens ab. Der Grund? Laut Gutachten handle es sich nicht um einen Parkschaden. Herr Schandl habe bewusst falsche Angaben gemacht. Deshalb sei die Übernahme des, laut der Versicherung, eigenverschuldeten Schadens rund 8.000 Euro trotz Vollkasko ausgeschlossen. Ein schwerwiegender Vorwurf des versuchten Versicherungsbetrugs. Naja, ich habe sofort Einspruch erhoben und habe zurückgeschrieben, also dass ich das auf Schärfste zurückweise. Das kann nicht sein, das ist ein Parkschaden und dass ich das nicht glauben kann. Nicht? Und das habe ich natürlich auch besprochen mit meinem Vertreter. Der Versicherungsvertreter verspricht, nochmals bei der Unica nachzuhacken. Erfolglos. In der Akte sei Betrug vermerkt. In einer weiteren E-Mail an Erich Schandl bekräftigte die Unica die Ablehnung des Schadens und verweist auf ein kriminaltechnisches Gutachten. Sehr geehrter Herr Schandl, nach nochmaliger Prüfung halten wir unsere Ablehnung weiterhin aufrecht und können diese nicht revidieren. Wir haben ein eindeutiges kriminaltechnisches Gutachten inklusive Spurenanalyse vorliegen. Dieses Gutachten hat er nie gesehen. Die Unica verweigert die Herausgabe. Nachdem ich MTC-Mitglied bin, bin ich dorthin gegangen und habe versucht und habe bei denen ein Gespräch eben gehabt. Und auch die haben das Gutachten nicht. Die haben nur ein Gutachten bekommen, aber dieses kriminaltechnische Gutachten nicht. Mit der Erklärung von der Versicherung, dass sie sich das zurückhalten für einen etwaigen Prozess. Auch für uns war die Unica im ersten Anlauf nicht erreichbar. Nach ein wenig Recherche im Internet sind wir auf ein Programm namens FRIS gestoßen. Eine Software, die von vielen Versicherungsunternehmen zur präventiven Betrugserkennung eingesetzt wird. Unter anderem auch der Unica. Könnte dies das kriminaltechnische Gutachten sein, auf das sich die Unica gegenüber Erich Schandl stützt? Auf diese Frage bekommen wir dann folgende Antwort.
Die Software FRISS ist in der Versicherungsbranche eine gängige Software, die unter anderem auch als Betrugserkennungsprogramm ihre Anwendung findet. So wird sie auch bei Unica unterstützend im Schadenbereich eingesetzt. Die Software hat aber mit der Erstellung oder der Prüfung von technischen Gutachten nichts zu tun. Die Beurteilung des Schadenfalles obliegt bei Unica immer dem Referenten auf Basis der bereitgestellten technischen Informationen von Sachverständigen. Bei unserem Studiogespräch mit Erich Schandl und seinem Rechtsanwalt Ende Oktober ist von Seiten der Unica leider kein Vertreter anwesend. Man hat uns aber eine Stellungnahme zukommen lassen, in der man abermals auf das kriminaltechnische Gutachten verweist. Da darf ich zitieren: Auch im konkreten Fall wurde die Schadenhöhe von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilt. Darüber hinaus hat eine weitere gerichtlich beeidete Sachverständige ein kriminaltechnisches Gutachten erstellt, um die Ursache des Schadens festzustellen. Dieses Gutachten käme nun zum Schluss, dass kein Parkschaden vorliegen würde. Haben Sie dieses Gutachten jemals gesehen? Wissen Sie, wie das zustande gekommen ist? Ist da jemand gekommen, hat das Auto begutachtet? Ist das ein Akten, ein Fotogutachten? Wir haben dieses Gutachten nicht. Und das macht die Sache jetzt auch für die Unica nicht besser. Denn wenn sich die Unica so sicher ist, dass das hier ein Kriminalfall sein soll, na dann bitte raus mit dem Gutachten und wir schauen uns das an. Rechtsanwalt Dr. Andreas Stranzinger findet deutliche Worte. Und wenn ich jetzt das pariere auf der strafrechtlichen Ebene, dann könnte ich den Vorwurf erheben, der Referent, der Versicherer begeht selbst eine strafbare Handlung, nämlich die strafbare Handlung der Verleumdung. Und das ist schon sehr, sehr seltsam. Nach der Ausstrahlung bekommen wir viele Zuschriften von Zuseherinnen und Zusehern, die über ähnliche Erlebnisse mit ihrer Versicherung berichten. Einer davon ist der Ex-Polizeibeamte Wilfried Schuster. In seiner Mail an uns schreibt er: Als ich am Samstag die letzte Folge des Bürgeranwalts gesehen habe, hatte ich ein Déjà-vu. Mein Fall ist wie eine Blaupause des vorgestellten Falles über die Unica. Davon wollen wir uns natürlich selbst überzeugen. Wir besuchen Wilfried Schuster in seinem Haus im Burgenland, wo er uns seine Version der Geschichte erzählt. Ja, grüß Gott. Guten Tag, Herr Schuster. Hallo. Grüß Sie. Guten Tag. Darf ich reinkommen? Bitte, komm mal rein. Das Fahrzeug, um das es geht, hat Wilfried Schuster einer Bekannten geliehen. Als eine Art Dauerleihgabe, wie er sagt. Es war damals Vollkaskoversichert bei der Unica, als er im Mai 2022 einen Anruf von seiner Bekannten bekommt. Sie hat mir gesagt, du schau mal, und hat mir gleichzeitig eine SMS geschickt, wie das Fahrzeug ausschaut, dass also da ein Schaden drauf ist. Ja, woher, wieso, unerklärlich. Und so sind wir eben draufgekommen, dann kann es nur ein Parkschaden sein. Der Schaden befand sich rechts hinten auf der Beifahrerseite und war daher schwer zu bemerken. Gemeinsam haben die beiden überlegt, wo das Auto zuletzt gestanden ist und kommen zu dem Schluss, dass es nur am Parkplatz eines großen Baumarktes geschehen sein kann. Ich habe gesagt, bitte melde das sofort bei der Polizei. Das Fahrzeug ist Vollkaskoversichert, weil das ist also ein notwendiger Schritt, den du machen musst. Am selben Tag ist sie noch bei der Polizei gewesen. Danach stellte die Bekannte das Auto in die Werkstatt. Doch dann ist plötzlich Feuer am Dach. Ja, die Unica, der Sachverständige, hat gesagt, das kann so nie passiert sein, hin und her. Und dann also gerade so wie Versicherungsbetrug. Und zwar wie, wenn das Auto Vollkasko versichert ist? Das Absageschreiben der Unica kam einige Wochen später. Und auch hier findet sich, wie im Fall von Erich Schandl, folgender Satz. Sie haben bewusst falsche Angaben zum Schadenhergang gemacht. Somit fehlen in diesem Fall die Voraussetzungen für eine Versicherungsleistung. Also ich bewundere den Herrn und ich bin ihm sehr dankbar, dass der das durchzieht. Aber ich glaube, dessen Schaden beruht 8.000 Euro. Na, da glaube ich, hätte ich ein bisschen empfindlicher reagiert. Denn in seinem Fall sind die Kosten geringer. 2.800 Euro hat die Reparatur des Schadens schlussendlich gekostet. Wilfried Schuster hat sich nach Rücksprache mit seiner Rechtsschutzversicherung entschieden, es darauf beruhen zu lassen. Also ging es schon noch ein bisschen um die Schadenhöhe. Also wenn die höher gewesen wäre, dann... Wenn die Schadenshöhe, dann hätte ich es durchgezogen. Dann hätte ich es beinhart durchgezogen, ja.
Ja, also noch einmal, der Herr Schuster ist nur einer von vielen, die sich nach dem Beitrag über die Ablehnung der Schadensübernahme trotz Vollkaskoversicherung bei uns gemeldet haben. Er hat dann eben wegen der 2.800 Euro keinen Prozess geführt, aber der Herr Schandl, den wir vorher gesehen haben, schon. Sein Anwalt Dr. Stranzinger hat vor kurzem eine Klage gegen die Unica eingebracht. Und meine Kollegin Ines Ottenschläger hat jetzt recherchiert, was die Unica zu den beiden gezeigten Fällen zu sagen hat. Ines, was schreibt man uns? Also im Moment hält sich die Unica in beiden Fällen eher bedeckt. Im Fall von Herrn Schuster, also dem zweiten Herrn, den wir im Beitrag gesehen haben, schreibt man uns, dass das Gutachten eines Sachverständigen ergeben hätte, dass eben kein Parkschaden vorliegt und man die Leistung deshalb abgelehnt hat. Außerdem, darauf weist man uns nochmal extra hin, sei der Schadenfall auch schon bereits verjährt. Aber man deutet in der Stellungnahme eine mögliche Argumentation im Prozess an. Wie schaut die aus? Ja, so könnte man das auf jeden Fall deuten. Konkret schreibt man, da darf ich zitieren, der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, das Schadenereignis wahrheitsgetreu und so genau wie möglich darzustellen. Werden diese Verpflichtungen absichtlich verletzt, um die Leistung der Versicherung zu beeinflussen, bleibt die Versicherung leistungsfrei. Und was nennt man als Gründe, warum ein Versicherungsnehmer so etwas tun sollte? Laut der Versicherung gibt es hier mehrere Gründe. Also beispielsweise könnten für Parkschäden, also Beschädigungen am geparkten Auto durch andere Kraftfahrzeuge, andere Selbstbehalte gelten als beispielsweise bei Unfallschäden. Außerdem habe die Art des Schadens auch Auswirkungen auf eine mögliche Rückreihung in einem Kasko-Bonussystem. Und zu guter Letzt schreibt uns die Unica auch noch, dass ein Unterschied in der Prüfung von gesetzlichen Vorschriften besteht, also beispielsweise die Gültigkeit einer Lenkberechtigung oder auch die Beeinträchtigung durch Suchtmittel oder Alkohol. Diese beiden Obliegenheiten würden nämlich nur geprüft werden im Fall eines Unfallschadens, aber nicht im Falle eines Parkschadens. Gut, das ist zum Teil nachvollziehbar, aber trotzdem ärgern sich sehr viele, die uns geschrieben haben, die Vollkasko versichert sind, die sagen, sie haben einen Parkschaden gehabt, dass das jetzt nicht bezahlt wird und haben den Eindruck, dass man sie nur zu schnell als eine Art Betrüger hinstellt. Und ich glaube, auch der Dr. Stranzinger hat uns ja geschrieben, dass sich bei ihm auch viele gemeldet haben. Richtig, auch beim Herrn Dr. Stranzinger haben sich einige Leute gemeldet. Und wir haben ja immer noch den Herrn Schandl, den wir ja auch im Beitrag gesehen haben. Hier hat uns die Unica auch eine Stellungnahme zukommen lassen. Aber da sagt man natürlich, dass das momentan das Verfahren ist gerichtsanhängig und man könne und wolle sich dazu nicht äußern. Danke Ines. Wir bleiben an der Sache dran und werden den Prozess des Herrn Schandl beobachten. Ihnen danken wir fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.